So, grüßt euch. Hier habe ich mal, ja, echt ein bisschen komischen Shit, wie man sehen kann. Directly aus China, glaube ich. Ja, war, glaube ich, von Temu. Ja, hier hat man Sticker. Die kann man zum Beispiel, was ich ja geil finde, ist, die kannst du als so Türbumper nehmen, so höchste Stelle, drangeklebt, direkt mit, wie man sehen kann hier. Mit Aufkleber dran und dann sieht es aus, als hättest du so einen Hundearsch an der Tür hängen und kannst keine Tür mehr von irgendjemand anders kaputt machen. Es gibt nicht viele Sachen, die ich cool finde bei Temu. Die Aufkleber sind eigentlich ganz geil oder so eine Gimmick sind ganz geil. Was ist nicht so geil? Ja, wer meine Videos kennt, zum Beispiel, upsala, die Wasserpistolen sind nicht so geil oder die Taschenlampen, viele Taschenlampen sind wirklich der größte Schrott, den es gibt, wo ich mir denke, meine Fresse, da wird der Markt mit Plastikmüll überflutet. Oder wartet, stopp, 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 ich habe noch ein Beispiel. Ich gucke gerade so zur Seite. Drei, vier Videos davor werde ich, muss ich sehen, vielleicht verlinke ich das sogar noch. Habe ich hier diese wundervolle Game Mini Spielekonsole reingehämmert. Oh mein Gott. Erstmal wiegt sie gar nichts und dann hast du da Tetris drauf. Und das ist halt echt nicht, lieben, wirklich viel Scheiße, die sie auf dem Markt raushämmern, wo du dir denkst, oh mein Gott, was ist los mit denen? Ja, aber die Leute kaufen es. Wir sind so schlau. Aber ich kaufe es eigentlich nur, um euch mal zu zeigen, was für eine wird halt da produziert und findet tagtäglich den Weg hierhin, damit ihr es vielleicht nicht macht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Dieses Ding, die sind ganz geil, die kosten halt auch nur 40 Cent oder so. Also dafür ist es ein nettes Gimmick. Mal gucken, wie lange die halten. Ansonsten schönen Tag noch. Die werde ich euch, die sind cool, verlinke ich euch. Lasst mir einen Kommi da, lasst mir ein Abo da, bis zum nächsten Mal.